Vor uns haben wir die AEWA Technologies Aktie, das ist der Monatschart. Das ist sogar eine Wachstumaktie. Produktion für Sensortechnologie. Ich zeige euch mal ein paar News. AEWA wählt Fabrinet zur Herstellung des weltweit ersten 4D-LiDAR-Chip-Moduls. Zweite Nachricht ist: Plus wählt AEWA 4D-LiDAR für die Serienproduktion autonomer LKW. Ja? Die zwei Nachrichten, die Links gebe ich dann unter dem Video, könnt ihr dann selbst lesen. Das ist wirklich ein gutes Unternehmen, aber selbstverständlich müsst ihr eure eigene Analyse machen. Schauen wir mal da. Die Unterstützung ist sehr schön. Ja. Da wurde mir getestet, getestet, getestet. Jetzt steigt er. Wer diese Aktie, wäre meine Strategie, dass die Aktie weiter steigt bis zur Widerstandslinie hier und eine kurze Korrektur macht und weiter steigt. Natürlich ist das nur meine Einschätzung. Natürlich kann es auch einen kurzen Rücksetzer machen und dann versuchen weiter zu steigen. Aber die Aktie wäre so langfristig. Ihr solltet jetzt mal das Unternehmen mal analysieren. Ihr werdet sehen, ist auch eine Zukunftsaktie. Und es ist auch billig einzukaufen bei 10,10 Dollar. Ja, danke.